5 Arten von Feuern bzw. 5 verschiedene Arten von Lagerfeuern. Was benutzt man wofür? Wir gucken uns das Ganze auch in der Praxis an. Wenn es interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Wir wollen uns heute 5 verschiedene Feuerarten, 5 verschiedene Feuerarten angucken, die einen unterschiedlichen Nutzen jeweils haben. Das heißt, man benutzt sie eher fürs Kochen, fürs Wärmen, zum Signalfeuer etc. Und wir gehen das Ganze natürlich auch noch praktisch durch. Lass uns gar nicht lange schnacken. Das erste Feuer ist das sogenannte Pyramidenfeuer. Selten wird es das Lehen von Anlehnenfeuer genannt. Oder den besseren Namen, wie ich finde, ist es das Tipi-Feuer zu nennen. Am häufigsten wird es Pyramidenfeuer genannt, aber eine Pyramide ist natürlich eckig, während ein Tipi natürlich rund ist. Deshalb ergibt das meiner Meinung nach mehr Sinn. Beim Tipi-Feuer werden einfach nur Stöcker gegeneinander gelehnt, immer wieder, bis sozusagen sich ein Kreis daraus ergibt. Und in der Mitte zündet man das Zundernest an, stapelt darauf kleine Stöcker, die dann das gesamte Tipi-Feuer, das ihr vorgebaut habt, in Brand setzen sollen. Natürlich müsst ihr es nicht vorbereiten, ihr könnt auch einfach intuitiv immer wieder was gegeneinander lehnen, so lange, bis es immer größer und größer und größer ist. Das ist die wahrscheinlich am häufigsten benutzte Feuerart, die man so draußen sieht, wenn man unterwegs ist. Es ist auch mit die einfachste Art. Außerdem ist sie ein sehr schöner Mittelweg zwischen einem Wärmfeuer, das heißt mehrere Leute können drumherum sitzen, aber man kann auch noch vernünftig, meiner Meinung nach, drauf kochen. Das Tipi-Feuer selber hat ein relativ, wenn auch nicht den höchsten Holzverbrauch der Feuerarten, die ich euch heute vorstelle. Das heißt, es ist relativ hungrig, aber einfach zu machen und multifunktional. Da ergibt sich relativ schnell aus den mir genannten Punkten, dass es natürlich ein ziemlich oft benutztes Feuer ist. Zweite Feuerart, das Gitterfeuer. Das Gitterfeuer ist tatsächlich dafür gedacht, eher als Signalfeuer zu dienen, dass man es möglichst hoch stapeln kann, aber auch, dass es eine extreme Wärmeentwicklung um sich herum hat. Das heißt, noch mehr Leute können sich gleichzeitig daran wärmen. Das Gitterfeuer wird als Quadrat aufeinandergelegt. Ja? Das heißt, ihr fangt unten mit 2 an, dann quer dazu wieder 2 drauf und so weiter und so fort. Ein bisschen wie dieser Jenga-Turm. Vielleicht kennt ihr dieses Spiel, wo ihr die Blöcke rausziehen müsst. So ein bisschen ähnlich gebaut. Das Ganze hat den Sinn, dass dort möglichst viel Luft überall reingezogen werden kann und dass man es möglichst hoch stapeln kann. Das heißt, es hat den höchsten Holzverbrauch, einfach weil es mega doll und schnell abbrennt, aber dabei sehr viel Wärme gleichzeitig freigibt und dadurch, dass es hochgestapelt wird, natürlich eine höhere Signalwirkung hat. Das Ganze macht natürlich auch Sinn, wenn du dir manchmal Rettungsfilme anguckst, Survival-Filme, ich weiß jetzt nicht, wie ich die genau nennen möchte, wo es um Gestrandete zum Beispiel auf einer Insel oder etwas Ähnliches geht, dann erkennst du daran, ob die ein Gitterfeuer verwenden, ob die Leute Ahnung haben oder nicht. Weil ein normales Tipi-Feuer, wie ich es gerade schon erklärt habe, ist natürlich einfach zu machen. Es ist aber nicht die effektivste Signalwirkung. Wir sehen zum Beispiel bei diesem typischen Über-die-Berge-Signalfeuer, vielleicht kennt ihr es auch aus Herr der Ringe, dort sind auch diese Gitterfeuer aufgebaut, damit über die Berge dieses Signal gegeben werden kann. Wichtig dabei, wenn ihr ein Gitterfeuer als Signalwirkung zum Beispiel bauen wollt aus Baumstämmen, das heißt nichts Kleines, weil dann macht es auch gar nicht so viel Sinn, daraus ein Signalfeuer zu machen, dann macht es durchaus Sinn, die Holzstämme ein bisschen einzukerben, damit ihr sie besser übereinander vergittern könnt sozusagen. Das als kleinen Tipp dabei. Die dritte Feuerart ist das Grubenfeuer. Und das Grubenfeuer ist die klassische Feuerart von Streitkräften, also zum Beispiel von der Armee etc. Dabei möchte man möglichst ein verdecktes Feuer haben. Das heißt, man kann es nicht sehen von dem Licht, das ausgestrahlt wird sozusagen. Man ist auf die Entfernung nicht so gut sichtbar, wie das jetzt zum Beispiel mit einem außenstehenden Feuer durchaus gegeben ist. Gleichzeitig ist es auch noch ein sehr gutes Kochfeuer, weil dort eine Art von Backofen entsteht. Das Grubenfeuer verbraucht mittelmäßig Holz,
insgesamt, wenn man weiß, wie man damit kocht, verbraucht es sogar relativ wenig Holz. Es ist nicht das, was am wenigsten verbraucht, aber wenn da man einmal eine Glut in der Grube sozusagen drin hat, dann kann man damit relativ einfach kochen und muss es nicht die ganze Zeit dabei weiter brennen lassen. Für das Grubenfeuer heben wir was aus dem Boden aus? Genau, wer anderen eine Grube gräbt, fällt ins Feuer hinein. Ich weiß nicht genau, wie der Spruch geht. Auf jeden Fall hebt ihr eine Grube aus und zwar so tief, dass selbst bei einem mittelmäßigen Feuer die Flammen nicht herausschlagen können, weil ihr wollt ja eben nicht gesehen werden. Dabei empfiehlt es sich nach Erfahrungswert ungefähr eine Grube von 60 cm Tiefe zu buddeln. Das habe ich jetzt hier gerade nicht gemacht, weil ich habe hier noch eine andere Möglichkeit. Ich habe hier eine natürliche Grube, wo es tatsächlich so tief ist, dass dort auch noch die Leute drin sitzen können. Das Grubenfeuer ist also eine gute Methode, um nicht gesehen zu werden, um zu kochen und dabei auch noch ein bisschen Holz zu sparen. Ein relativ oft verwendetes Feuer. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr, wenn ihr den Boden aushebt, dort keine größeren Wurzeln oder sonst irgendwas in der Nähe habt. Normalerweise kann so ein großer Baum so ein bisschen Brand ab, aber wir wollen es ja nicht extra provozieren sozusagen. Das heißt, macht das irgendwo, wo kein Baum ja großartig gefährdet ist. Und diesen Mythos vom Wurzelbrand, der ist auch noch nicht so richtig bewiesen, im Gegenteil eher negiert worden. Deshalb, ja, macht es nicht. Aber wenn es mal aus Versehen passiert, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, davon wird der Wald nicht abfackeln. Die vierte Feuerart ist das sogenannte Sternenfeuer. Und hier sind wir bei dem Feuer angelangt, wo am meisten Holz gespart wird. Also wo man am effektivsten mit feuern kann bzw. kochen kann. Denn dies ist ein explizites, reines Kochfeuer, das nur wenig Wärmeleistung abgibt. Beim Sternenfeuer haben wir in der Mitte der Feuerstelle ein kleines Tipi-Feuer, so ein bisschen sozusagen. Damit fangt ihr an und habt dann sternförmig drumherum Balken, die sich in das Feuer reinschieben und die ihr immer ein bisschen nachschiebt. Ihr habt damit eine relativ kleine Flamme, die aber auch relativ wenig Holz verbraucht und sehr zentriert auf einen Punkt ist. Das heißt, ihr könnt damit sehr gut einen Topf zum Beispiel mit einer Feuerstelle drüber hängen und sehr gezielt und ausdauernd kochen. Natürlich ist dieses Feuer aber in meinen Augen ein bisschen schwierig, weil man ständig sehr konzentriert, naja, nicht sehr konzentriert, aber man muss schon mehr dabei bleiben als bei anderen Feuern und es ist auch ein bisschen schwieriger am Laufen zu halten als jetzt vielleicht Tipi-Feuer, das heißt eher was für Profis, die das wirklich speziell machen wollen. Ich benutze es praktisch fast nie. Aber ich wollte es einmal erwähnt haben für euch, damit ihr auch ein Feuer kennt für vielleicht zum Beispiel skandinavische Länder, wenn ihr da auf einer Trekkingtour unterwegs seid. Denn dort hat man ab und zu richtigen Feuerholzmangel. Mir hier im Wald habe ich keinen Feuerholzmangel, wie ihr ja natürlich hinter mir seht. Und deshalb brauche ich das Sternfeuer auch nicht. Aber wie gesagt, in solchen Situationen kann das ein sehr nützliches Feuer zum Kochen sein. Natürlich braucht man beim Sternfeuer aber auch eine Art von Gerüst und ähnliches, um überhaupt vernünftig den Feuertopf drüber hängen zu lassen. Und dieses kleine Manko beheben wir mit dem nächsten Feuer. Die fünfte Feuerart, das ist das sogenannte Balkenfeuer. In dem Balkenfeuer verbrauchen wir auch relativ wenig Holz. Wir brauchen keine extra Kochkonstruktion, um es benutzen zu können. Und wir haben aber gleichzeitig einen sehr windgeschützten Raum, den wir aber praktisch überhaupt nicht fürs Wärmen nutzen können. Also an einem Balkenfeuer können sich normalerweise nicht mehr als zwei Personen aufwärmen und auch die nicht so stark wie zum Beispiel an einem Tipi-Feuer. Das Balkenfeuer wird zwischen zwei Balken gemacht. Ihr benutzt zum Beispiel zwei Baumstämme, die natürlich abgestorben sind. Na gut, wenn sie auf dem Boden liegen, sind sie meistens ja sowieso schon tot. Und platziert das Feuer dazwischen, so dass das Feuer tatsächlich die Balken angreift und auch mit der Zeit benutzt. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass ihr bei starkem Wind das Feuer natürlich ein bisschen schützen könnt und dass ihr etwas zum Kochen auf diese Balken draufstellen könnt. Das heißt, ihr habt sozusagen zwei Balken, ja, die jetzt hier so liegen und könnt dann den Kochtopf hier drauf, ne, hier so drauf platzieren. Dafür braucht ihr dann natürlich keine Konstruktion, wie das zum Beispiel beim Sternfeuer notwendig ist, um da vernünftig drauf kochen zu können. Oder beim Grubenfeuer, wo man dann erst auf der Glut wirklich drauf kochen kann. Tja, also ist das Balkenfeuer in manchen Situationen ein nützliches Feuer.
benutze ich aber auch relativ selten. Meistens, wenn ich kochen möchte, dann benutze ich eher sowas wie ein Grubenfeuer oder ein abgebranntes Tipi-Feuer, wo man einfach die Glut benutzt. Und zum Wärmen, da benutzt man das Tipi-Feuer, da gibt es nichts anderes drüber. Meiner Meinung nach, ja, das ist auch einfach dieses klassische Lagerfeuer, wie man sich so ein bisschen vorstellt, wie man es vielleicht auch mal bei den Pfadfindern gesehen hatte und. Aber jede dieser fünf Feuerarten hat seine eigene Berechtigung und seinen eigenen Einsatzbereich, wo meiner Meinung nach macht es durchaus Sinn, jeden davon zu kennen, um ihn natürlich so für verschiedenste Anwendungen parat zu haben. Wenn du übrigens noch andere Feuerarten kennst, die du für sinnvoll hältst, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du noch weitere Outdoor-Basics-Videos. Einfach mal durchklicken, wenn du noch weitere Informationen über das Outdoor-Hobby haben möchtest. Unten in der Videobeschreibung gibt es wie immer alle Informationen, die du sonst brauchst. Alles von Links über meine Ausrüstung bis Social Media etc. etc. Und wenn du sonst eine Frage hast, kannst du sie natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Dann beantworte ich sie dir. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.